Nun, wir wollen heute einmal zeigen, wie man ganz einfach so eine Blume mit Hilfe eines Blattes Papier und eines Zirkels fertigt. Wir nehmen hier ein Blatt, ziehen dann anschließend einen Kreis mit unserem Zirkel, so wie ihr es hier seht. Das ist also ganz einfach. Dann stechen wir mit unserem Zirkel auf der Linie des Kreises ein und ziehen einen Halbkreis. Wir nehmen als nächstes den Schnittpunkt, wo sich der Halbkreis mit dem vollen Kreis trifft, stehen ein, ziehen einen weiteren Halbkreis. Und das wiederholen wir so lange, bis die Blume fertig ist. So einfach geht das. Ihr werdet sehen, wie hier innerhalb weniger Minuten oder weniger Sekunden eine Blume entsteht. Wir brauchen das auch gar nicht so genau machen. Dann haben unsere Geschwister nach mehr Freude beim Ausmalen. Wir geben ihnen einen Farbmarker, ja. Und schon können sie damit beginnen, die Blütenblätter hier auszumalen. Wenn ihr weitere Zeichentipps sehen wollt, und schaut einfach das nächste Video an.